Facebook funktioniert ja immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Also viele kriegen durch Facebook neue Bewerber. Deswegen, Facebook ist auf keinen Fall tot, was sowas angeht. Hi und herzlich willkommen zu unserem allerersten YouTube-Video. Für wem ist diese Folge? Die meisten Leute, die uns kennen oder uns folgen, die sehen meistens mein Gesicht. Aber ich bin natürlich nicht allein und mache das, was wir hier machen bei Han Media. Deswegen wollte ich heute unbedingt mal Cindy mit an den Tisch holen, damit ihr vielleicht auch mal die Stimme hört von dem Brain hinter den Videos. Und das ist halt wirklich Cindy. Deswegen, ja, wir werden halt mehrere YouTube-Videos jetzt mal rausbringen und euch ein paar Insights geben zu unseren Videos, zu unseren Texten, zu unseren Social-Media-Anzeigen, was wir genau machen. Also ihr könnt gerne an dieser Stelle schon den Account abonnieren, unsere Socials folgen, die findet ihr auch alle unten in der Beschreibung. Und wir würden uns natürlich über jedes einzelne Feedback sehr, sehr freuen. Also an dieser Stelle erstmal dann herzlich willkommen, Cindy, und danke, dass du jetzt heute hier auf einem Freitag um 17.46 Uhr noch Überstunden ballerst und mit mir über dieses Thema sprichst. Also ja, Cindy, vielleicht kannst du den Leuten einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Mhm. Ja, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Cindy, ich rede jetzt mit dir, ne? Ja, wir wissen manchmal nicht, ob wir in die Kamera gucken sollen oder zueinander, aber eigentlich unterhalten wir uns, ihr seid nur unsere Gäste. Okay, also, okay. Ja. Ich bin Cindy, okay. Ich bin 25 Jahre alt und genau, ich mache hier alles, was quasi Bewegtbild angeht. Sei es von der Konzeption des Videos bis hin zum Video, bis hin zum Videoschnitt, manchmal auch Animationen, oberflächlich, aber genau. Den animierten Blitz aus unserem Logo, der kam hier von Cindy übrigens. Genau, das ist so mein Aufgabenbereich. Genau, Cindy, vielleicht kannst du noch eine Sache noch erzählen. Du hast eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter Bild und Ton. Mhm. Und dann, was hast du früher für Videos gemacht? Was hast du früher für Videos gemacht oder was heißt früher? Du bist 25, 26? 25, ja. Früher, aber in dem Thema von Social Media ist ja ein halbes Jahr schon gefühlt alt, was halt in ist oder was out ist. Was hast du bei deinem alten Arbeitgeber gemacht für Videos und was ist jetzt der Kontrast, den du heute dazu hast? Ja, also ich habe ja meine Ausbildung in einer Werbeagentur gemacht und da haben wir für ganz große Kunden gearbeitet, für Kunden wie Continental. Du kannst weiterreden, ich muss es einfach nur ungewohnt, jetzt einfach mit dir, ich kenne die Geschichte eigentlich, ja. Oder die meisten Sachen, aber vielleicht nehme ich einen Schluck Wasser und du erzählst ein bisschen von Conti noch. Naja, die meisten Videos, das waren ja eher so Corporate-Videos oder Technikfilme, auch hochwertig gedrehte Filme, so vom Greenscreen, ne? Das waren ja ganz andere Geschichten dort. Da saß man halt auch dementsprechend länger an der Produktion, also vor Ort, ne, mit der Kamera. Willst du sagen, dass unsere Dinger jetzt nicht hochwertig sind, oder? Die sind auf jeden Fall cool, ne? Social Media ist okay. Sehr cool. Ja, gut, kommen das wir andere dazu. Ist natürlich langweilig und trocken, aber halt qualitativ hochwertig. Das, was die meisten Kunden dann eigentlich auch wollen oder zum Beispiel auch bei uns denken, was sie bekommen oder erwarten, aber das ist halt nicht das, was dann halt im Endeffekt zündet, ne? Gut, also du hast Filme gemacht für Corporates, also für Unternehmen mit wahrscheinlich irgendwelche Drohnenflüge und 360-Grad-Aufnahmen und genau. 10 Minuten bis eine Stunde lang, ich weiß es nicht, keine Ahnung, da habe ich kein Gefühl für. Ja, das ging von A bis Z, ne? Also da war irgendwie alles dabei. Wir haben auch teilweise einige Social-Media-lastigere Filme gedreht, die waren dann auch ein bisschen kreativer mit coolen Transitions. Mhm. Ich glaube, davon habe ich auch ein Stück irgendwie hier mitgenommen, weil das hat mir auch irgendwie am meisten Spaß gemacht, weil man dann einfach irgendwie kreativ sich ein bisschen ausleben konnte und nicht diese stumpfen Schnitte, sag ich mal, hatte. Ich weiß noch, als du angefangen hast, da hatten wir auch so ein bisschen die, haben wir letztens drüber gesprochen, Cindy hat ein Video für uns erarbeitet, geschnitten und da hat sie das Logo platziert. 3 Sekunden, 5 Sekunden? Genau, also das war ja am Ende des Videos, da wird halt das Outro oder das Logo nochmal präsentiert. Und das geht ja dann eigentlich, sollte man schon so 5 Sekunden stehen lassen. Genau. Und da hatten wir halt unsere Reibungen oder unsere Diskussionen oder unsere, na, was heißt Reibungen? Weil ich gesagt habe, ey, das Video, das Logo darf nur eine Sekunde, eineinhalb sein. Eine Sekunde wie so ein Blitz. Also. Wie so ein Blitz, eine Sekunde nur eingeblendet werden, weil einfach bei Social Media nicht die Zeit dafür ist, ein 5-Sekunden-Logo einzublenden, weil es einfach zu lange dauert. Ja. Und ich weiß noch, du hast dann aus 5, hast du dann irgendwie 4 gemacht. Dann habe ich gesagt, es ist immer noch zu lang. Aus 4 wurden es dann 3, 2. Ja, weil ich meinte halt, dass der Kunde oder der Zuschauer kann sich das halt nicht merken. Ne? Der Name oder die Brand des Kundens bzw. des Unternehmens wird halt nicht, ja, kommt nicht präsent. Genau. Ja. Ja. Und deswegen dachte ich, muss es halt länger stehen bleiben. Ist ja auch wirklich so bei, wie gesagt, Corporate-Films oder bei solchen Geschichten. Aber genau, bei Social Media haben wir es jetzt halt so geregelt, dass wir es 2 Sekunden vielleicht stehen lassen, einfach damit man, genau, nicht zu lange. Also alle Leute, die hier mitschreiben, die selber Videos machen oder produzieren, wisst ihr Bescheid, Logo kurz einblenden.
finde ich auch super wichtig, weil sonst hatten wir, wir kriegen das ja auch total oft, Kunden schicken uns Videos und sagen, hey, wir haben das coolste Video, einen Drohnenflug, hier rüber, darüber, dann hier gibt es noch eine 360-Grad-Aufnahme und dann haben wir das Logo, das Logo fließt erstmal 5 Sekunden ein, aber das performt einfach nicht auf Social Media. Die Sache bei uns ist ja auch, dass zum Beispiel, wenn man das Logo jetzt zum Schluss stehen lassen würde und dann ist ja egal, ob der Zuschauer wegklickt oder nicht, aber wir haben jetzt zum Beispiel immer noch diese Outtake-Sequenzen hinten und wenn das Logo dann noch irgendwie so 3 Sekunden steht, denkt man, okay, das Video ist zu Ende, ich swipe einfach weiter. Aber dadurch, dass wir den Zuschauer ja dabei lassen wollen, ne, dass er halt noch weiterhin zuschaut, lassen wir es immer nur kurz einblenden und wissen, damit er halt direkt weitergeleitet wird zu den Outtakes. Okay. Pass auf, ich kriege ja auch immer die Vertrieb mache ich ja selber noch mit den Kollegen Wu. Grüße gehen raus an Wu. Der hinter der Kamera übrigens gerade steht, der aber eigentlich Vertrieb macht. Du hast den Kameramann sehr professionell. Kunden fragen uns auch total oft, ich weiß gar nicht, du kriegst es manchmal gar nicht mit, die Fragen, die wir kriegen. Deswegen oft schicken die uns so Sachen, hey, wir haben ein Video, richtig cool. Kannst du das mal anschauen? Dann kriegen wir da irgendwie so einen 5-Minuten-Clip, da komme ich gar nicht auf dich zu, da sage ich gleich immer schon, macht gar keinen Sinn, deine Zeit in Anspruch zu nehmen und das Video zu begutachten, um zu gucken, ob das gut oder schlecht ist. Wie hast du so einen Tipp, wo du denkst, das ist wirklich für ein Unternehmen, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, ob man jetzt Neukunden generieren möchte oder Mitarbeiter für sein Unternehmen über Social Media rekrutieren kann? Nee, warte mal, ganz andere Frage, bevor ich da die Frage stelle. Glaubst du, du machst ja bei uns die Videos, klar, du kriegst alles mit, aber so aus deiner Brille, aus deiner Sicht, dass sich, würdest du heute noch einen Lebenslauf anschreiben, irgendjemanden? Angenommen, du findest mich so scheiße, das ist so kacke hier und du kriegst eine Stellenanzeige irgendwo mit hier Lebenslauf und Anschreiben. Würdest du die Mühe dafür machen oder ist bei dir so, denkst du dir, boah, weiß ich auch nicht? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie diesen Weg gegangen, online irgendwie so eine Kurzbewerbung zu schicken, so wie wir es jetzt halt machen. Und das war auch immer der gängige Weg, den ich halt gegangen bin, ne? Normal anschreiben, Lebenslauf und so schicken. Aber es ist halt ein enormer Aufwand und dann überlegt man sich zehnmal, ob man sich irgendwie irgendwo bewirbt und eine Bewerbung anpasst nochmal von den Wörtern her. Ne? Und deswegen ist das ja, wenn man halt die Werbung zugespielt bekommt, unbewusst quasi, ne? Ist es ja, oder passiv, sag ich mal, es ist ja viel effizienter, irgendwie ja, Bewerber zu kriegen, wenn man dann einfach Werbung zugespielt bekommt und dann genau sich einfach direkt bewerben kann. Mit Daumendruck, ja, genau. Ja. Du kriegst es ja auch selber mit. Wir kriegen halt Anfragen, wo wir Leads liefern und dann liefern wir halt Name, Telefonnummer, wann erreichbar, Berufserfahrung, Ausbildung, ja, nein, vielleicht branchenspezifische Fragen. Ja. Und dann schicken wir den Kunden die Leads zu und der Kunde sagt dann, ja, ich habe die alle nicht erreicht. Heute Morgen war das wirklich der Fall, der Kunde hat irgendwie jetzt in ein paar Tagen 7 Leads bekommen und heute Morgen sagt er, ich habe die alle nicht erreicht. Dann habe ich ihn angerufen, habe gefragt, war das nicht erreicht? Dann meinte er, ich habe allen eine E-Mail geschickt und nach Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen gefragt. Der wird auch dann mit diesen 7 Bewerbern nichts anfangen können, weil in der Zeit, wo der sich überlegt, einen Lebenslauf und Anschreiben zu machen, hat er sich bei 10 anderen Firmen beworben und hat es einfach nicht gecheckt, hat es nicht verstanden und ist wahrscheinlich raus. Ja, bei mir war es auch so, in meinem alten Unternehmen, da hatte ich dann auch eine Werbung mal zugespielt bekommen, fällt mir gerade ein, da haben die auch Videografen gesucht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so eine Werbung bekommen habe. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja eh noch so zufrieden, aber ich habe es mir trotzdem angeschaut, weil mich das angesprochen hat. Und ja, die Werbung oder die Werbung von denen, die das jetzt angeboten haben, war halt nicht interessant genug oder das Unternehmen auch nicht so. Ne? Aber ich meine, wenn man halt wirklich das anbieten kann, also etwas für seine neuen potenziellen Bewerber anbieten kann, dann kann man, glaube ich, so auf diesem Weg ganz leicht Leute abwerben halt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Cindy, wie siehst du das? Hast du für alle Zuschauer, Zuhörer, alle unsere Follower, vor allen Dingen über alle, die neugierig sind, was wir machen, wir kriegen auch manchmal Nachrichten, welches Equipment sollte man kaufen? Brauche ich großes Equipment, dafür brauche ich kein großes Equipment. Wie siehst du das, dieses Equipment-Thema? Da haben wir ja auch manchmal unsere... Ja, ne? Ist halt sehr interessant. Also ich meine, ich habe ja, wie gesagt, mein alten Unternehmen haben wir mit sehr hochprofessionellen Equipment, sag ich mal, gearbeitet. Und das ist mir dann auch irgendwo gewohnt. So, ne? Und wir haben ja schon, als ich hier angefangen habe, haben wir ja wirklich upgegradet. So, also Spivey hat damals halt mit dem Handy angefangen. Ich habe mit einem iPhone 8, einen kaputten iPhone 8, zu der Zeit gab es schon iPhone 12 und 13 Plus. Ich habe trotzdem mit meinem kaputten iPhone 8, es hat halt funktioniert, es klingelt, ich kann damit schreiben, kann nicht damit mal Fotos, mit einem Mikrofon, einfach nur mit dem Handy. Mit dem iPhone 8 meine ersten Werbeanzeigen gemacht, die haben alle performt. Deswegen bin ich so extrem
Genau. Down to earth, weil ich sage immer, ey, du brauchst nur ein aufnahmefähiges Gerät. Aber klar, wenn du ein Upgrade haben willst, was Cooleres haben willst, dann musst du dich klar an uns wenden, weil Cindy einfach ja, coole Transitions und coole Ideen zaubert. Ist halt das Ding, ne? Also die Ergebnisse stimmen ja trotzdem, auch mit Low-Quality-Videos, sage ich mal. Das ist halt, aber es kann noch besser sein, wenn man natürlich nochmal das bestimmte Etwas dazu bringt. Im Sinne von, also was auch ganz viel ausmacht, haben wir jetzt auch gemerkt, Licht, allein das catcht ja schon quasi die Aufmerksamkeit. Also fällt mir nicht so auf so sehr wie du, wie dir es auffällt. Ja. Aber ich finde, also klar, wir haben einfach verschiedene Meinungen. Ich finde, ein mega Upgrade war Mikrofon. Mikrofon auf jeden Fall. Mikrofon war absolutes Upgrade. Da würde ich ja, auch trotzdem mit iPhone 8 spielen, hauptsache ich habe ein Mikrofon. Ein vernünftiges Mikrofon. Genau, da gibt es ja auch diese Handy-Mikros, ne? Genau. Das geht ja auch alles. Also deswegen, die Ergebnisse stimmen ja trotzdem. Ja. Aber um es halt, klar, man kann immer noch mehr und immer noch mehr und immer mehr dazu bringen. Aber ich finde, also meiner Meinung nach, macht Mikrofon und Licht auf jeden Fall viel aus. Das kann man trotzdem auch mit Handy machen. Wir machen teilweise immer noch einige Ads mit Handys. Mhm. Und die performen trotzdem richtig gut und sehen auch richtig cool aus. Das ist ja halt dann wieder dieser TikTok-Social-Media-Style. Ne? Also es ist auch sehr abhängig davon, was genau man den Kunden geben will oder was wir selber produzieren wollen. Ja. Für uns zum Beispiel ist jetzt eher dieses Hochqualitativere. Das sind, ich weiß nicht, ob einige das gesehen haben, das sind ja diese Spider-Man-Ads. Die sehen einfach cool aus und deswegen funktionieren die auch gut. Falls ihr es nicht gesehen habt an dieser Stelle, könnt ihr gerne auf unseren Instagram-Kanal gehen. Da sind alle Videos, die wir, nenne ich alle Videos, die wir promoten können, sind auch dort. Auch unser Spider-Man-Video, ich packe es auch unten in den Shownotes rein. Ich habe gerade aufgestoßen, Entschuldigung. Ich packe es unten in den Shownotes rein. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar Beispiele. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu diesen Videos habt, könnt ihr auch uns gerne einfach eine Nachricht schreiben. Und wir gehen natürlich darauf ein und versuchen natürlich jede Frage zu beantworten. Deswegen hast du vielleicht so noch einen, so um das Ding hier abzuschließen, so ein Turning Point, wo du sagst, wenn wir jetzt wirklich das Thema Recruiting oder Neukunden über Social Media gehen, ob das jetzt Facebook, Instagram oder TikTok ist, so ein Turning Point-Tipp, wo du sagst, boah, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Videografisch, meinst du? Videografisch, genau. Ja, okay, Thema Schnelligkeit, ne? Auf jeden Fall schnelle Schnitte setzen, Ton, auf jeden Fall, dass man auch das Gesprochene, also den Inhalt versteht. Turning Point, kreativ sein, das ist eigentlich das Wichtigste. Also wir haben halt auch für uns einen Blueprint gefunden irgendwie, aber der funktioniert auch, also warum dann nicht halt anwenden einfach. Mit Blueprint meint Cindy einfach, es gibt bei uns eine einfache Werbeanzeige, die wird immer funktionieren, da gibt es wirklich einen Blueprint, die funktioniert wirklich bei jedem, die ist relativ einfach gehalten, trotzdem von den Schnitten, von den Takes, von der Art und Weise, trotzdem halt UGC-Style, also User-Generated Content, dieses Handy-Style. Oder halt, ja, wer mehr haben will, der muss auch dann, ja, machen wir es nicht, wollen wir uns auch ein bisschen mehr bezahlen. Ja. Dann setzen wir aber auch da nicht nur einen Kopf rein, dann sitzen da du, ich, Anna, Albina, also einige, so 3, 4, 5 Leute vom Team setzen uns wirklich zusammen und gucken, wie können wir da noch was rauszaubern. Da haben wir auch ein Beispiel noch Sparkasse, könnt ihr auch gerne auf unserem Instagram-Kanal, ist das Video auch drauf. Da haben wir auch einen relativ einfachen, trockenen Text bekommen und haben einfach mit videografisch diese Einfachheit beibehalten. Ein Licht ist ausgefallen. Gerade haben wir gelobt, das Licht so gelobt. Eins ist gerade ausgefallen. Also wir haben mit einem trockenen, einfachen Text eine kreative Würze dazu gepackt und dazu einfach ein richtig cooles Ergebnis rausgehauen für eine Sparkasse. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, gerne uns eine Nachricht schicken oder den Account folgen, dann werdet ihr das nochmal sehen. Genau. Ja. Letzte Frage und dann beende ich auch unseren allerersten Podcast. Erstmal vielen Dank dafür. Kein Ding. Und zwar, wo siehst du, jetzt nur du persönlich, unabhängig von den Zahlen, Daten und Fakten, die wir jetzt hier haben, die größte Power auf welchen Kanal, um in die Sichtbarkeit zu treten? Auf welchen Social-Media-Kanal? Von den Ads her oder Content-mäßig? Nee, von den Ads. Von den Ads wieder. Ads ist eine Werbeanzeige, ne? Genau. Boah, schwierig. Also ich dachte eigentlich immer Instagram, aber anscheinend Facebook funktioniert ja immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Also viele kriegen durch Facebook neue Bewerber. Deswegen Facebook ist auf keinen Fall tot, was sowas angeht. Mhm. TikTok ist natürlich eine ganz neue Anlaufstelle jetzt. Mhm. Genau, also
es ist, glaube ich, schon ziemlich zielgruppenabhängig, aber andererseits hatten wir jetzt auch schon, okay, ich sollte jetzt nicht auf Ergebnisse und Zahlen, Daten kommen. Ja, nur so von deinem persönlichen Empfinden. Also eigentlich finde ich Instagram, weil es immer noch irgendwie so viele Zielgruppen einfach abdeckt. Ja. Genau, weil TikTok, glaube ich, haben noch nicht ganz so viele entdeckt für sich, also jetzt Unternehmen vor allem. Ne? Ja. Langsam geht es auch in die Richtung auf jeden Fall, das ist Zukunft, also in der Zukunft auf jeden Fall ein großer Turning Point, denke ich. Mhm. Aber Instagram ist, denke ich, immer noch mit am größten, vor allem, wenn man jetzt... keine Ahnung, auch irgendwie über Stories einfach nur wirbt oder so. Ja, ja. Also ich persönlich bin ein absoluter, Instagram ist meine Main-Plattform, die macht mir am meisten noch Spaß. Ich glaube, an der kenne ich mich auch am besten aus. Also Instagram, Facebook, ja, zu dem Thema Facebooks Tod sehe ich ganz genau wie du. Wir sehen einfach, wie viele Bewerber auch noch über Facebook reinkommen. Also an alle Facebook-Hater, startet eure Accounts wieder, das läuft. Aber was ich halt auch sehe, ist halt dieses TikTok-Ding, das ist extrem. Und Fun Fact, der Kunde, der jetzt gestern bei uns abgeschlossen hat, kam über eine TikTok-Ad. Der macht eigentlich Yachten und sowas. Also auch solche Leute tummeln sich auf TikTok rum. Also für die Leute, die glauben, dass halt TikTok immer noch für Kinder ist, die haben es einfach noch nicht verstanden. Weil das Gleiche wurde ja auch über Instagram vor ein paar Jahren gesagt. Genau. Deswegen, Cindy, ich würde sagen, ey, wir haben unser erstes Video im Kasten. Im Kasten. Licht ist zwar ausgefallen, aber wir haben jetzt, ich glaube, wir müssen ein, zwei Schnitte setzen, wegen vielleicht ein, zwei Schimpfwörtern zu viel. Aber sonst haben wir es, glaube ich, ganz cool gerockt. Ja. Wir werden versuchen, da jetzt mehr was reinzubringen. Wir würden uns natürlich mega freuen, wenn wir Feedback bekommen. Oder wenn ihr wirklich Fragen habt, dann könnten wir diese Fragen auch aufgreifen. Oder wir lassen uns diese Fragen irgendwie zukommen von der Kollegin und beantworten die einfach Freestyle, ohne dass wir uns irgendwie darauf vorbereiten können. Wir machen ein neues Format, das ist ein FAQ-Format auf Fun Media und da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Da haben wir jetzt verschiedene Fragen, die jetzt irgendwie aufgekommen sind die letzten paar Monate, beantworten wir auch in einem Videoformat. Ist auch ganz interessant vielleicht für die noch Fragen haben. Cool, in dem Sinne, Account abonnieren und am Ball bleiben und wir sehen uns. Ciao. Also, kann ich nicht ernst. Ich muss ein bisschen lachen, weil Wu auch da sitzt. Folgen oder die uns kennen, die kennen wahrscheinlich. Wu ist verkackt. Alter. Ich habe richtig beim Sprechen gedacht. Ich habe gesprochen und meine Gedanken waren hier so und ich habe versucht, den wieder zu treffen, damit ich diesen. Kennt ihr das? Nee. Okay. Für ganz große Kunden gearbeitet. Für Kunden wie Continental. Du kannst weiterreden. Ich muss, es ist einfach nur ungewohnt, jetzt einfach mit dir. Ich kenne die Geschichte eigentlich. Ja. Oder die meisten Sachen. Aber vielleicht nehme ich einen Schluck Wasser und du erzählst uns ein bisschen von Conti. Ich guck dich nicht, aber ich soll dich angucken. Okay. Ja, so. Vielleicht machst du einen Cut irgendwo. Okay. In der Werbeagentur gearbeitet, da habe ich. Ich kann mich gerade nicht zusammenreißen. Dieser Schule-Move, man muss leise sein, aber es geht einfach nicht. Ich habe für große Kunden gearbeitet. Ich weiß nicht, was los ist. Okay.